Hallo, ich bin Bernd von wasserspatz.de und heute sind wir, Gabi und ich, mal wieder zu Fuß unterwegs. Wir wollen jedoch keine große Wanderung machen, sondern ins Innere einer Höhle vordringen. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Wir wollen die Grotten von Moidau besuchen. Für nicht französisch sprechende Besucher gibt es vor der Besichtigung ein Informationsblatt. Nach einem kurzen Erklärvideo geht es dann nach unten. Die Grotten befinden sich in der Nähe der Stadt Moulins im französischen Jura, mitten im Wald. Sie wurden 1966 von den Herren Meyer und Murat entdeckt und im Jahre 1989 für das Publikum geöffnet. Auf dem Weg zur ersten Station kommen wir am ursprünglichen Eingang 15 Meter über uns vorbei. Schon jetzt haben wir einen tollen Überblick über die Grotte. Sie ist ungefähr 80 Meter lang, 45 Meter breit und maximal 15 Meter hoch. Die Grotte entstand am Ende des Tertiärs durch Schmelzwasser der damals darüberliegenden bis zu 150 Meter dicken Gletscher. Da die Gletscher verschwunden sind, besteht heute keine Überschwemmungsgefahr mehr. Das eindringende Regenwasser versickert durch Risse im Boden und bildet dann ca. 80 Meter tiefer einen Untergrundfluss, der im Tal Cirque du Fer à Cheval wieder ans Tageslicht kommt. Ein Höhepunkt war eine kleine Lichtshow. Da die Musik jedoch urheberrechtsgeschützt ist, muss sie leider aus dem Film draus bleiben. In der Grotte können wir viele Kalkbildungen sehen. Diese entstehen durch durchsickerndes Regenwasser. Die Stalaktiten bilden sich an der Decke entlang von Rissen und befinden sich deshalb meist hintereinander. Je nach Gegebenheit wachsen diese zwischen einigen Millimetern und wenigen Zentimetern pro Jahrhundert. Die Temperatur in der Grotte beträgt das ganze Jahr über ca. 10 Grad. Und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 98%.
Nun ist die Führung vorbei und wir sind auf dem Weg zum Tageslicht. Wenn dir der Film gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ebenso freue ich mich über jeden Kommentar. Vielen Dank fürs Vorbeischauen und tschüss bis zum nächsten Mal.